Ein Brief aus Hessen-Darmstadt ist soeben eingetroffen. Danke, legen Sie ihn dort ab. Sehr wohl. Sonst noch etwas? Nein, aber königliche Hoheit. Dann können Sie jetzt gehen. Prinz Philipp Josef. Es stellte sich aber im Nachhinein heraus, dass der Barbier der Cousin des Postbeamten war, den ich ja vermeintlich um seinen Lohn gebracht hatte, und dass er mir deshalb nicht nur den Bart, sondern auch den Kopf halb kahl schor. Ich dachte beinahe, ihr seid zum Islam konvertiert mit eurem Turban. Wie hätte ich mich denn sonst in der Öffentlichkeit blicken lassen sollen? Geschweige denn ablichten lassen. Die Fotografien sollten ja in der gesamten westlichen Zivilisation publiziert werden. Und zudem schien mir dieses Kleidungsstück die plausibelste Option. Ein Hut hätte nicht alles verdeckt und mit einer Pickelhaube hätte man mich dort vermutlich gelünscht. Dieser Gefahr würdet ihr euch wohl auch aussetzen, wenn ihr mit einer solchen das hiesige Studentenviertel passieren würdet. So kann man doch nur froh sein, dass das Menschenhaare nachwachsen. Das ist wohl wahr. Ich muss gestehen, dass ich mich, ohne zu übertreiben, zu den großen Bewunderern ihrer Reiseberichte zählen muss. So amüsiert es mich doch ungemein, eine eurer Geschichten direkt aus eurem Munde hören zu dürfen. Das ist mir ein großes Kompliment, aber eure königliche Hoheit müssen vorsichtig mit solchen Worten umgehen, weil ich mich sonst kaum zurückzuhalten vermag und wohl bis in die Nacht erzähle. Ich fürchte, darauf werde ich es wohl ankommen lassen. Na, wenn dem so ist. Nein, wahrlich, das Reisen ist mir nicht nur Pläsier. Das mag jetzt etwas pathetisch klingen, aber ich kann einfach gar nicht anders. Ich würde es an keinem Ort der Welt länger als 3 Monate aushalten. Und es fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, aber selbst der reizvollste Hof, wie der Feldner einer ist, könnte mich nie für ewig halten. Das Reisen und die ferne Welt. Wisst ihr, wenn ich euch so lausche, so verspüre ich beinahe den Wunsch, in ihre Equipage zu steigen und all die Orte zu bereisen, von welchen ihr mir erzählt. Natürlich ist es töricht. Mir bleibt dann doch nur die mentale Reise mit Hilfe von Literatur wie eurer. Obwohl ich es mir aus zeitlichen Gründen seit Monaten nicht mehr erlauben konnte, ein Buch in die Hand zu nehmen. Für wahr, ich habe die Last einer goldenen Krone nie tragen müssen oder ertragen müssen. Das mag ja sehr ich-süchtig klingen, aber ich fühle mich lediglich mir selbst verpflichtet. Das hilft sehr. Ich darf aber dennoch sagen, dass ihr die eurige Krone mit Würde und mit Leichtigkeit tragt, eure königliche Hoheit. Nun, ihr seid eben ein Mann von Welt. Von den Schuhen bis zu der bunten Feder an ihrem Hut. Wenn eure königliche Hoheit das sagen. Es handelt sich hierbei ganz en passant um eine Papageienfeder. Ich habe sie aus... Darf ich sie euch zum Geschenk machen? Mein verehrter Prinz, ich glaube nicht, dass dies vernünftig wäre. Ich verbinde damit keinerlei Erinnerung, wie ihr es tut. Ihr hättet eine Erinnerung an mich. Ich bestehe darauf. Bitte, nehmt sie an. Wenn ihr insistiert, ich möchte es zu schätzen wissen. Es ist mir eine Ehre. Um den Bogen auf ihre Reiselust zu spannen, wie lange gedenkt ihr denn zu bleiben? Nun, ich weiß, ihr seid eine vielbeschäftigte Frau. Ohne eure Gastfreundschaft strapazieren zu wollen, hatte ich gehofft, meinen Besuch auf 1 bis 2 Wochen ausdehnen zu können. Mein sehr verehrter Cousin Theodor Ludwig von Kiering wird uns voraussichtlich in 3 Tagen einen Besuch abstatten. Ihr seid jedoch jederzeit herzlich willkommen und das nicht nur aufgrund der guten Beziehung unserer Häuser.
Ich würde es mir nicht verzeihen, euch eine schlechte Gastfreundschaft entgegengebracht zu haben. Ich möchte euch und eurem Hofstaat keinesfalls zur Last fallen. Wenn euch mein eher selteneres Erscheinen in näherer Zukunft nicht stören wird, bleibt, solange es euch beliebt. Ich schätze diese Worte sehr. Und falls das Vorweggesagte einen falschen Eindruck hinterlassen haben sollte, ich genieße meinen Aufenthalt hier sehr, eure königliche Hoheit. Ich meine ja nur, wenn, dann müsste man das Kabinett dazu bringen. Preußen wird seinen Fang ganz sicher nicht mehr loslassen. Der Fisch ist nicht nur schon geangelt, er ist bereits ausgenommen, filetiert und gebraten. Und kurz davor, von der preußischen Übermacht verspeist zu werden. Das kommt ganz darauf an, wer auf dem Teller liegt. Hermann! Ah, sieh an, wer da ist. Schuld an der ganzen Misere ist doch ganz klar die Regierung. Das Kabinett, unter dessen Spitze die Großherzogin. Niemand hat das Großherzogtum Felden gezwungen, einer kleindeutschen Lösung beizustimmen. Nicht wahr? Naja, was blieb der Großherzogin denn anderes übrig? Eine ganze Menge, mein Lieber. Erstens waren wir souverän und gehörten nicht zum gottverdammten Deutschen Bund. Und zweitens waren Herzogtümer wie Hessen bereits von Anfang an halb drin. Bayern Zutrich beispielsweise hatte hohe Schulden und wurde quasi von Preußen gekauft. Moment mal, das Kabinett wird meines Wissens nach immer noch von Kabinettsminister, ich meine, Leitenich, ja, glaub schon, ja. Von Kabinettsminister Leitenich regiert. Großherzogin Henriette Luise, sind wir doch mal ehrlich, ist nichts weiter als der Grüße August. Das lässt sie uns wohl gerne glauben, mein Lieber. Unsere Großherzogin war die treibende Kraft hinter der Vereinigung. Naja, schau doch mal nach Preußen. Wie souverän ist denn dein protestantischer preußischer Kaiser wirklich, hä? Das stimmt. In Versailles rief man, soweit ich weiß, einen Kaiser Wilhelm aus und keinen Kaiser von Deutschland. Der offizielle Amtstitel lautet Deutscher Kaiser von Deutschland, Deutscher Kaiser, Kaiser von China. Meinetwegen ist der Kaiser von meinem Arsch. Fakt ist, Wilhelm von Preußen ist das Oberhaupt des Deutschen Reiches. Immerhin gehört Wilhelm einer preußischen Großloge der Freimaurer. Was soll denn immerhin bedeuten? Naja, ein Freimaurer kann sich ja wohl nicht immerhin per se gegen den humanistischen Grundgedanken wenden. Ja, meinst du denn, der deutsche Kaiser diskutiert wöchentlich mit seinem Bruder den humanistischen Grundgedanken, oder was? Soweit ich weiß, gehört er eigentlich allen preußischen Großlogen an. Friedrich der Große war auch Freimaurer und ist trotzdem in seinen ersten Amtsjahren in Schlesien einmarschiert. Ich finde nicht, dass wir Friedrich den Großen mit Wilhelm von Preußen vergleichen sollten. Es ist doch jetzt völlig egal. Der Punkt ist doch, dass der verdammte Hochadel miteinander verwandt ist. Mit einer anderen Regierung wäre uns das nicht in die Idee gekommen. Ja, Freimaurer hin oder her. Ich glaube, deine abrupten Themablenkung wären in einer freimaurischen Diskussion nicht an der Tagesordnung. Was soll denn das jetzt? Erstens ist das keine Ablenkung, sondern eine Zentrierung des Themas. Und zweitens, wenn du doch von den Freimaurern so begeistert bist, kannst du dich ja gern zu denen gesellen. Ist ja gut, ich sag ja nur so. Das ist ja schön und gut. Aber zuerst trinken wir einen. Ja. Wie sagt der Horaz? Nunc est bebendo! Ich meine ja nur, ohne das Haus Herrn Felden wären wir besser dran. Zunächst einmal ist Henriette eine Frau und kann so, ohne das Kabinett, keine eigene Entscheidung fällen. Falsch. Andersherum. Das Kabinett kann keine Beschlüsse ohne sie fassen und würde auch ganz andere fassen, wenn ich jemand mit blauem Blut verseuchten Adern über ihnen stehen würde. Die Reichsgründung ist der totale Niedergang Feldens. So sieht's aus. Naja, unser Untergang ist halt schon besiegelt, nicht wahr? Nicht im Fall eines Regierungswechsels. Sollte man die Großherzogin und das Kabinett dann einfach beiseite schaffen, oder wie stellst du dir das vor? Das klingt ja beinahe nach Attentat. Ja, Platz schaffen geht immer. Ach, toll du nur herum, du Schwätzer. Audacis fortuna iovat. Wir brauchen ernsthafte Vorschläge hier, nicht solchen Unfug. Ihr sitzt doch auch nicht herum und tut nichts. Ich werde nicht in Resignation verfallen. Was sind wir denn momentan nur? Nicht mehr als Schwätzer. Fuck dann und Werber. Spar du dir deine Polemik, Hermann. Ich denke eher, dass im Adelshaus bereits die Wurzeln zu faulen beginnen. Naja, noch geht es uns gut. Ha, wart's mal ab. In einem Monat marschieren hier blau uniformierte Soldaten vor den Tavernen. Generalmajor von Kiel, es ist uns eine Ehre, Sie auf Schloss Felden begrüßen zu dürfen. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Ich danke. Zimmer, welches im Schloss erinnert ist. Wie bei Ihrer Anreise? Ganz grauenvoll. Sie sehen bezaubert aus wie eh und je. Und Sie haben sich ganz schön verändert. Die Generalsuniform steht Ihnen gut. Wenn die preußischen Schneider heim können, dann sind dies wohl Das ist wahr. Ihre Räumlichkeiten sind bereits hergerichtet.
Ich versichere Ihnen, man wird so wenig wie es in meiner Macht steht, Frau zum Hofe vernehmen. Ich werde meine militärischen Angelegenheiten so rasch als möglich verrichten. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen. Sie sind hier herzlich willkommen. General Schönitz hat bereits die nötigen Urkunden von mir erhalten. Ach, und ich fürchte, die Sache mit der Zeugmeisterei ist nicht weiter verhandelbar. Das werde ich wohl hinnehmen müssen. Königliche Hoheit, welch angenehmer Zufall. Philipp Josef, wie ich sehe, wollt ihr ausgehen. Darf ich bekannt machen? Generalmajor Theodor Ludwig von Kiering, seine Durchlaucht Prinz Philipp Josef II. Von Hessen-Darmstadt-Eigenau. Habe die Ehre? Ganz meinerseits. Also, ich bedauere, ich muss euch nun verlassen. Das ist in der Tat bedauerlich. Kann ich zum Souper mit euch rechnen? Ich werde mich eilen, euch nicht warten lassen zu müssen. Na dann, ich wünsche einen angenehmen Nachmittag. Eure königliche Hoheit. Herr Generalmajor, ich empfehle mich. Und geht mir bitte nicht verloren! Ich werde mich bemühen. So, so, der Herr Privatierprinz Philipp also. Ihnen sind seine Schriften ein Begriff? Wem nicht. Er ist auf der Durchreise und macht auf einen Besuch halt. So, so. Wieso, was ist? Nichts. Was ist denn? Nichts, was soll sein? Das frage ich Sie, mein Verehrtester. Und das antworte ich Ihnen, meine Verehrteste. Ich vermute, Sie wollen sich nun etwas ausruhen. Ich lasse Ihnen Ihre Räumlichkeiten sein. Wissen Sie, ob mein Adjutant Sander noch schläft? Meines Wissens nach macht er sich gerade fertig. Gut, wir sind ja nicht zum Vergnügen hier, nicht? Ach, und Henriette schläft wahrscheinlich auch noch. Würden Sie ihr bitte ausrichten, dass wir nicht nach 7:45 wieder zurück sein werden? 7:45. Ach, und bitte warten Sie nicht mit dem Zug auf uns. Wobei, wenn wir schon mal hier sind. Voran mit Ihrer Arbeit? Ganz gut, ganz gut. Der Adjutant Ihres General Schönitz hat gestern einige wichtige Unterlagen verlegt, weswegen wir unsere Arbeit auf eine halbe Stunde hinauszögern mussten. Aber alles in allem ganz in Ordnung, danke. Darf ich fragen, ob mit Ihnen alles in Ordnung ist? Wie ihr wisst, macht es derzeit den Anschein, dass die Umstrukturierungen im Zuge der Reichsgründung eher die nächsten 100 Jahre andauern werden. Die Kleinigkeit geschehen jedoch so rasch, dass ich mich kaum umsehen kann. Ihr
kennt mich. Es ist ja nicht so, dass ich mich vor Verantwortung scheuen würde. Seit meinem Amtsantritt bemühte ich mich stets, meinen Aufgaben gerecht zu werden. Nun habe ich manchmal das Gefühl, dass die wichtigen Dinge mehr oder weniger über meinen Kopf hinweg entschieden werden. Ich sage Ihnen, es ist eine Reichsgründung von oben. Nun, wenn Sie das sagen, darf ich mir eine kleine Frage erlauben, die weit über meinen Zuständigkeitsbereich hinübergeht. Kann es sein, dass dieser Prinz Philipp Josef nicht ganz unschuldig an Ihrer derzeitigen Situation ist? Ich weiß es nicht. Es bereitet mir zugegebenerweise auch etwas Bangnis, darüber nachzudenken. Ich weiß nur, dass dies der wohl ungünstigste Zeitpunkt für solch eine fatale Ablenkung ist. Dem kann ich wohl nur beipflichten. Aber Sie schaffen das schon. Wenn ich mir einen gut gemeinten Rat erlauben dürfte. Verzeiht Ihre königliche Hoheit, ich störe nur ungern, aber Kabinettsminister von Leiten nicht wartet bereits im Foyer. Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Wir sehen uns heute Abend auf dem Empfang. Bis dann. Von größter Dringlichkeit. Welche Angelegenheit ist das schon nicht? Fahren Sie bitte fort. Danke. Und zwar geht es um die Umbauten am Feldner Gerichtshof. Und das kann nicht bis morgen warten. Nun ja, Johann Kreis. Wer ist Johann Kreis? Johann Wilhelm Kreis. Ihre königliche Hoheit erinnern sich? Der Architekt aus Dresden. Er leitet die Umbauarbeiten. Ach ja. Er weigert, seine Arbeit weiter auszuführen, wegen dem vom Kabinett angeordneten Änderungen an der Ostfassade. Wenn er bis morgen Abend keine Rückmeldung bekommt, möchte er unter voller Erstattung und Gehalt abreisen. Haben wir jemand anderen? Ja, aber... Gut, dann legen Sie mir die Papiere für die Entlassung Kreis vor. Wie ihr meint. Und die Finanzierungspläne für den neuen... Ich weiß schon. Legen Sie die Papiere auf mein Büro, ich werde sie morgen früh unterzeichnen. War's das? Jawohl, eure königliche Hoheit. Verzeiht nochmals die Unannehmlichkeiten. Schon gut. Eure königliche Hoheit. Philipp Josef, Herr, habt ihr mich aber erschreckt. Oh, bitte verzeiht, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht stören. Ich werde wieder gehen. Nein, 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 bleibt, ihr stört keineswegs. Ich brauchte lediglich eine kleine Pause von dem ganzen hochintellektuellen Geschwatz da drin. Da stoßt ihr bei mir auf Sympathie. Ich brauchte ebenfalls eine kleine Auszeit. Ich nehme mir solche viel zu selten. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ziemlich anstrengend für euch sein muss. Ach. Größere Anlässe wie Empfänge bringen mich sonst nicht aus der Ruhe. So etwas findet hier alle 2 Wochen statt. Ich bin nur etwas müde. Das kann ich verstehen. Ich sollte wieder hochgehen. Meine Minister könnten sich schon beinahe persönlich damit brüsten, dass ich ihnen mehr Zeit zuwende als meinen Gästen. Eure Minister müssen glückliche Menschen sein. Naja, manchmal auch nicht glücklicher als ein Schuljunge, der eine Abkanzlung von seinem Lehrer erhält. Nun, es kommt ganz darauf an, von wem man abgekanzelt wird. Eine Abkanzlung von euch, eure königliche Hoheit, würde ich mit Freuden entgegennehmen wollen. Dessen wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht ganz gewiss. Wenn eure königliche Hoheit das sagen. Ich habe übrigens in einem eurer Berichte nachgelesen.
Hatte die Schlange denn wirklich die Größe eines Kirchturms? So wahr ich hier vor euch stehe, Walter. Dann werde ich euch das wohl glauben müssen. Philipp Josef, ich wollte euch sagen, dass seit eurer Ankunft fühle ich mich irgendwie ich werde übermorgen abreisen nach Wilhelmshöhe. Ich dachte, vielleicht könnten Sie mich dorthin begleiten. Ich will Sie natürlich in keiner Form verpflichten. Eure königliche Hoheit, ich werde morgen abreisen. Es tut mir leid, ich kann nicht. Es wartet eine Frau auf mich in Berlin. Anna Katharina Hardenbach, ihr Name. Sie ist die Tochter eines Tabakhändlers. Ich habe vor, sie zur Frau zu nehmen. Es tut mir wirklich leid, eure königliche Hoheit. Nein, schon gut, schon gut. Vergesst, was ich eben sagte. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Empfindet ihr denn ausreichend für sie? Eure königliche Hoheit? Liebt ihr sie? Nun, ich denke, ja. Ja. Dann nehmt sie zur Frau. Das ist das einzig Richtige. Ihr könnt ja nicht ewig herumstreunern wie ein Vagabund. Ich brauche eine Frau, die euch hält. Für wahr. Was mich hält und was nicht. Nein, nehmt sie zur Frau. Ab und an müsst ihr sie aber mitnehmen auf eure Reisen. Und ihr all das Fremde zeigen, das nur manchen von uns bestimmt ist zu sehen. Ist ja auch eine Frau benötigt Abwechslung. Meint ihr, solche Reisen würden einer Frau denn zusagen? Gebt ihr ein Haus mit einem schönen Blick und ausreichend Personal, schickt ihr konsequent Briefe, damit sie sich keine Sorgen machen muss und sie wird wohl glücklich sein. Nun, ich werde darüber nachdenken, aber ich bin sehr gewillt, meine Gedanken zu konkretisieren. Hab Dank für euren kostbaren Rat. Selbstverständlich. Ich denke, ich gebe mich nun dem hochintellektuellen Geschwatz der Gäste, wie eure königliche Hoheit es so vortrefflich formulierten, auf eine weitere Partie hin. Tut das. Darf ich fragen, ob eure königliche Hoheit mich begleiten mögen? Danke. Ich denke, ich benötige noch etwas Ruhe. Dann will ich nicht weiter stören. Ihr habt nicht gestört. Nun denn, habt nochmals vielen Dank. Amüsiert euch gut. Thank you.
Guten Morgen, Herr Generalmajor. Morgen, was gibt's? Hauptmann Herbert Kempten, Adjutant von General Schönitz, hat mich soeben darüber informiert, dass sich der General für die nächsten Tage entschuldigen lässt. Er bleibe nicht länger als 4 Tage fort. Wie bitte? General Schönitz... Ich habe Sie schon verstanden, Sander. Was um alles in der Welt soll das bitte bedeuten? Wie mir mitgeteilt wurde, war der General gezwungen, kurzfristig nach Bayern abzureisen. Mehr wurde mir nicht zugetragen. Und da haben Sie nicht etwa nachgefragt? Mit Verlaub, ich hielt dies für obsolet. Mir schien die Nachricht ausreichend. Das bedeutet, wir werden jetzt auf seine Vertretung disponieren? Hauptmann Kempten erwähnte nichts von einer Vertretung. Er entschuldigte sich bloß für die Abwesenheit. Wie es scheint, wurde unsere Arbeit soeben auf 4 Tage aufgeschoben. Mit einer solch impertinenten Frechheit hinzuhalten. 4 Tage gehen uns verloren. 4 Tage, in denen ich nichts tun kann, als auf deren Scheißgeneral zu warten. Denken die in ihrem Kriegsministerium etwa, wir hätten hier nichts Besseres zu tun, als den ganzen lieben langen Tag Däumchen zu drehen, oder was? Ach, wisst ihr, die Berge habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mal ins schöne Bayern zu fahren. Der preußische Attaché hat ja sonst nichts zu tun, kann sich einmal in Ruhe den verkackten Stadtpark anschauen, sich für Freude in die Luft springen, oder was dachten die sich? Das ist ein Affront! Was gedenken wir nun zu tun? Ich will Ihnen sagen, was wir nun tun werden. Ich werde dem Feldener Kriegsministerium so dermaßen auf den Tisch kotzen, dass denen die Epauletten von den Rücken fallen. Ich werde mich persönlich bei Generalfeldmarschall von Roon über diese Frechheit beschweren. Ich werde mich über Schönitz beschweren. Ich werde mich über seinen Adjutanten beschweren. Ich werde mich über seinen Sekretär beschweren. Ja, verflucht noch mal. Ich werde mich über den gottverdammten Scheißhausputzer beschweren, wenn es nötig ist. Ich werde den deutschen Landen so hohe Wellen schlagen, dass die fürchten werden zu ertreten. Nun, Schönitz untersteht jedoch nicht dem preußischen Oberkommando. Bei Gott, die werden sich wundern, wem die alles unterstehen. Wir gehen also an die Öffentlichkeit. Setzen Sie sich, nehmen Sie sich Papier und Stift und schreiben Sie. Eure königliche Hoheit, Generalmajor von Kiering bat euch zu sprechen. Nannte er einen Grund? Nein, Eure Hoheit. Ist gut. Was war das? Haben Sie das auch gehört? Ja. Das klang wie ein Schuss. Ein Schuss? Ja. Es kam von da oben. Ja. Moment mal, Herr Wachtmeister. Verzeihen Sie. Herr Wachtmeister. Verzeihen Sie, Herr Wachtmeister. Haben Sie den Schuss auch gehört? Ein Schuss, sagen Sie. Und von wo? Aus dieser Richtung. Von dort oben. Danke Ihnen. Hä? Polizei! Waffe fallen lassen! Hände nach oben und auf die Knie! Auf die Knie, habe ich gesagt! Na, wird's bald!
dulce et decorum est pro patria mori.